Ja, guten Abend, liebe Klardenker. Ich möchte nur kurz wegen Putin noch was sagen. Putin, man kann ja ihn jetzt angucken, wie man will, aber ich habe von Putin noch niemals gehört in seiner ganzen Amtszeit, dass er seine Wähler, Bürger und sein eigenes Volk beschimpft hat mit Scheißhaufen, Schmeißfliegen, Engel aus der Hölle, Ratten und Mob. Also sowas habe ich von Putin noch nie gehört. Man muss schon sagen, was sind das für Leute, die da oben sitzen und von uns viel, viel Geld kassieren. Wir bezahlen diese Leute, nicht umgekehrt. Sie haben solche Sätze überhaupt, wir haben überhaupt keine solche Sätze verdient. Und wer solche Sätze von sich gibt, hat in einer Regierung und im Parlament nichts zu suchen. Und diese werden mit unseren Steuern bezahlt. Wir brauchen keinen Döneronkel, keinen Märchenerzähler, keine Trampoline, keine Kriegstreiber, keine Deutschlandhasser, keine WHO, keinen Klaus Schwab, keine CO2-Steuer und auch keine Ursula. Was wir brauchen, sind Politiker, die aus diesem dummen Land wieder ein Deutschland machen. Starke Industrie, robustes Handwerk und Handel, Bürokratieabbau, freie Meinungsäußerung und vor allem Frieden auf diesem Kontinent. Und die Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen. Die Verantwortlichen müssen vor Gericht. Wer Dokumente schwärzt, hat was zu verbergen. Danke.